Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Imperium in Staffel 6 mit Minyas The Greatest Because The Tab-Taste ist wieder da. Ja, genau. Hallo Fleischer mal. Ja, hallo, vielen Dank an den Victor. Und nochmal Christoph, sorry, an dieser Stelle. Also wir wollten den Mob nicht... Nein, er hat uns geschrieben, der Mob stand vor der Tür mit Mistgabeln und... brennenden Fackeln. Die Schrotzemunition ging ihm aus und die Konserven. Das fand ich sehr nett geschrieben. Vielen Dank an den Entwickler. Natürlich nicht wegen uns. War schon geplant, die Tab-Taste wieder zurückzubringen. Also so fair müssen wir sein. Auf uns hört ja eh keiner. Sagen wir mal. So wurde es gesagt. Das war aber, glaube ich, nur Eigenschutz für den Entwickler. In Wirklichkeit hatten sie Bange. Wahrscheinlich. Dass wir irgendein Spiel zerreden oder so. Und dann, ja, und dann Umsätze flöten. Pleite. Klar. Pleite durch Hirnsturz, Kritik. Ja. Kann ich mal einen Job, kann ich an den Nagel hängen. Stand Job. Schon fast da. Ja. Mia, lass uns aufhören hier. Wir haben wir hatten 500 genügend, und da... Sind die größer geworden, die Pöller? Ja, die Kökel? Ja. Nö, würde ich jetzt nicht sagen. So, Schrotz im Anschlag, also beziehungsweise... Waffe raus, ja. Hallo. Nachladen, erstmal gucken. Knurren? Hab ich. Warte mal, genau, mach ich erstmal. Ist nachgeladen, erstmal das MG und YOLO. Oh, nicht Scheiße. Das ist Grot. Grot steht hier. Grot wäre jetzt nicht schlimm. Ich höre was knurren. Ach, das ist ja, gell? Na, Grot. Alles klar. Das mit deinem Bruder. Das waren die da hinten. Jetzt ist er böse. Das waren ist die da schon? Hinten. Nein, er ist nicht böse. Das ist total entspannt. Alles easy. Groß entspannt. Noch. Lass ihn nochmal in Ruhe. Man denkt, man ist im Palmgarten. Hast du das gehört? Nee, noch nicht. Was hast du denn alles hier? Alles klar. Nee, ich hab was. Ist mal hier. Im hohen Gras sind Raptoren, das kennt man doch. Tick, tick, tick. Also, tschupp, ist der Fleischhammer weg. Und dann denke ich, ui, Fleischhammer. Und dann noch so eine. Guck mal hier, die Arc-Triceratops. Topusse. Sag mal, ey, warte mal, jetzt laufen wir gerade zurück. Wollen wir nicht wenigstens probieren, in die Waffenfabrik so einzudringen? Nee, das ist ja unser vermeintlicher Feind, der uns Flieger schickt. Deswegen würde ich die persönlich lieber ganz in Ruhe lassen wollen. Na gut, dann machen wir das so. Seit wann sind die da drin? Die sind wieder drin. Die sind groß geworden. Sehen. Ne? Ah, die sind groß geworden. Fleisch haben wir so groß geworden. Da links ist noch einer, hier am Bananenfeld da vorne. Ey, aber eigentlich müssten wir die mitnehmen. Ja. Also ihn? Ja. Oder Fleisch? Nee, ja. Fleisch eigentlich die auch. Die laufen ja alle, wenn ich das hier sehe, hinten am Horizont. Guck mal, wie viele sind. Die waren ja letztes Mal nicht so viele. Jetzt lass uns den schlitzen. Sag mal, das dann, Ding zoomt doch kein Stück. Achso, man kann ja ranzoomen noch, ja. Komm, lass uns den mitnehmen sonst. Den linken? Ja, die gehen ja hier so. Ach, theatralisch. Was ist der denn hier? Meeresalgensack. Läuft ist das vielleicht ihm. Seiner? Ich meine, das wäre ja unangenehm. Es ne? waren zwei. Es waren zwei. Aber es ist auch ein Alien, also. Hast du einen kleinen Meister da? Ach, das war ein anderes Spiel. Aua, aua, aua. Was, von wo? Da fuck mich, ich werde beschossen. Von wo? Keine Ahnung. Ihm, oh, ich auch. Da hinten. Wo siehst du es denn? In Kappen. Da. Oh, da sind noch mehr. Nee, das ist ein Rot. Der hat nicht geschossen. Nee, das ist kein Rot. Okay. Nachladen. Sorry, ich hab's nicht. Ich hab's verhaftet. Das ist ein Rot da hinten. Du hast ihn ja erschossen. Ist doch alles gut. Gesundheit ist schwierig. Oh, ich werde schon wieder beschossen. Ich merk's. Boah, fliegen ist eine gute See. Ah ja, da hinten, ja, ich sehe ihn. Siehst du ihn wirklich? Nee, grad sehe ich nur. Okay. Liegt. Ey, sind jetzt hier noch mehr? Was ist denn hier los, Minyas? Ja, das sind die gelandet sind. Echt jetzt? Da haben wir noch alle keinen Tüte. Spaß. Ey, wir haben das Raumschiff fast runtergeholt, da waren die irgendwie pisst. Da waren die pisst. Ich hab bis jetzt nur zwei Stück, vielleicht da ist noch einer. Oh ja. Ruhig, 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 der ist tot. Ruhig. Ja, sicher. Was ist die Munition bei dir? 87 und 25 im Lauf. Da muss unten man ist Grot. Das ist Grot, ja. Was haben die hier? Ist das hier ein Golfplatz oder was? Weil die jetzt überall so Sandbunker? Ja, spielen, wo er liegt. Sag mal, sind wir nur eine Fraktion? Ich sehe dich gar nicht auf dem... Ach, wir sind überlagert, ja. Ja, was wolltest du noch machen hier? Lass uns doch jetzt mit dem Eisen zurückgehen und anfangen... Ja, so machen wir das aus. Ich wollte nur kurz mal hier...
Es gibt Nahrung, aber nicht viel. Ich habe übrigens, komm mal, ich habe was. Ich habe was zum Essen. Hast du auch so Konserven bekommen? Ja, Konserven habe ich, genau. Gemüsekonserven. Würde ich mir mal eine rein. Oh, das war zu früh gedrückt. Aber ich habe ja irgendwas gehört gerade. Ja, ich habe geschossen. Ah, okay. Gehen wir zurück und ja, es wird Zeit, dass wir ein Vehicle. Wobei, wenn wir nicht XP, wie sind wir denn XP-mäßig aufgestellt? Gar nicht so schlecht, weil wir ganz Level 7. Ne? Ah ja, super. Komm, da können wir uns jetzt ein Raumschiff bauen. Oh nein, verlassen. Ich habe die Fraktion verlassen. Wie blöd war ich denn? Bewerben. Bin wieder Kandidat. Ja, ich nehme dich auch nochmal an. Oh, ich sehe dich aber nicht. Ich habe annehmen gesagt. Nicht? Nö. Fraktion. Doch, ich bin jetzt Mitglied. Ah ja, ja, alles klar. Befördern. Admin, sehr gut. Du bist Admin. Läuft. Schmeiße Minions raus. Ja, genau. Und tschüss. So, oh, wir können F-Taste drücken, wir können Tab-Taste drücken. Das ist ein Offline-Geschütz. Hä? Wo? Geil. Ja, nee, hier bei Base und so. Bräuchten wir noch irgendwas dringend? Generator groß, was uns irgendwie weiterhelfen könnte? Small Vessel müssen wir auf jeden Fall noch Level 10 werden. Lass uns doch erstmal zur Base zurück, dass wir da schon mal direkt loslegen können. Aber... Ich will nur gucken, was denn so Zerlege und Reparaturwerkzeuge? Ne, Bohrer T1. Der Arme. Oh, guck mal, hat sich die Brust... Oh, das tut mir so leid. So hat die Brust gehalten? Ja. Wurde ihm reingeschossen, das war sich hier. Ja, ich gelbe wollte Blumen. Die Kinder schützen. Sag mal. Gelbe Blumen? Schau dir mal bitte die gelben Blumen an. Ist die gleiche, oder was? The Golden Rod? The T? Golden Rod T? Ja, mal, ich geh mal kurz hin. Ah. Sei mir nicht böse. Ja. Das hagelt bestimmt demnächst irgendwelche Abmahnungen wegen Blumen. Weißt du, erst billig, einfach so ganz billig, ne? Space Engineers kopiert und dann... Boah, nee, das kannst du nicht sagen. Das war ein Scherz. Kinder, das war ein Scherz. Ganz, ganz, ich nehme Aloe Vera mit, da können wir nämlich, glaube ich, Medipacks draus machen, wenn ich mich recht erinnere. Nein, war natürlich nur ein Witz. Ich meine, dürfen wir hier in diesem Let's Play überhaupt über Space Engineers sprechen? Nee, wir haben ja diese Verschwiegenheitsklausel. Ja, vertraglich zu ver... Also mal ganz ehrlich, Space Engineers ist bestimmt ein cooles Spiel, wenn du Sachen bauen willst und abgefahrene Raumschiffe mit Technologien und die aufklappen und zuklappen und Kampfroboter und bababa. Aber der Multiplayer läuft echt Schrott. Also das will ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Das ist leider Fakt. Das ist ich einfach hab, nicht schön. Letztens gab es Space Engineers für 6 Euro. Ja, da habe ich gekauft tatsächlich. Ja, aber du hast schon ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, oder? Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ja. Es, es ist so, runter. Aber... Nee, es ist, ganz ehrlich, wir haben... Sonst lüge ich ja immer. Wir haben wirklich... Jetzt mal im Ernst. Wir haben, glaube ich, 2 Staffeln oder sowas Space Engineers gemacht. Und das war wirklich cool, weil du kannst halt... Von der Theorie her kannst du abgefahrene Sachen bauen. Ja, du kannst Solarpanel bauen, die sich der Sonne ausrichten und aufklappbare irgendwas und sowas. Technisch ist das wirklich gut. Also das ist praktisch Scrap-Mechanik par excellence. Performance-technisch ist das, sieht das wieder anders aus. Und der Multiplayer, ich weiß nicht, ob es mittlerweile hingekriegt haben, der war halt echt laggy as hell. Ja, also das war... Aber egal, wir sind ja auch nicht, es steht ja gar nicht zur Debatte. Doch, ja, stimmt. Also noch in, ist egal. Nee, ist egal. Genau. Auf den Videos von anderen sieht das auch immer so aus, als wenn das Spiel immer laggt. Ja, kann gut sein. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es ewig nicht gespielt und damals war es halt echt, das war ein Grund, warum wir aufgehört haben. Wir haben halt groß geile Schiebetore gebaut, die halt irgendwie automatisiert auf und zu gehen sollten. Aha. Was denn du? Mann, das sind schon immer so große Dinger. Guck mal, vielleicht haben wir deine Geschwister. Sind auch gelb. What the fuck? You're talking about? Ja. Mach hier direkt das Licht aus. Wir haben voll den Medizinschrank, ne? Können wir rein theoretisch technikbaumtechnisch. Hast du jetzt schon Verbessel gelernt? Ich habe noch nichts gelernt. Dann würde ich jetzt mal lernen. Ja, lass uns die Verantwortung teilen. Du schiebst X-Avo hinten. Nee. Wo ich würde einen Hover-Vessel starten, oder? Können wir schon. Was war denn das Problem, dass wir einen Small-Vessel nicht machen können? Ah ja, weil wir da erst Level 7 werden müssen. Und das bin nee, ich nicht Level 7 reicht nicht. Ach, du bist schon. Bist noch nicht Level 7? Doch, ich bin Level 7, aber wieso. Hä, mein Level 8, aber Hover-Vessel. Small-Vessel brauchen wir halt so Schubdüsen und so ein Kram. Und ich wusste erst, ab Level 10 kommen halt
die richtigen Dinge erst dazu. Da fangen wir mit dem Hoverwissel an. Da würde ich mich jetzt mal für den Hoverwissel stark machen. Also ich würde mich mal. Das ist ein Generator, ein Treibstofftank, O2-Tank. Ja, komm, kostet ja nichts. Ein Cockpit. Gut, dann mach ich mal. Schwebe. Also, ich habe. Es werden übrigens Stimmen laut, sag ich jetzt mal. Die mich dazu zwingen. Halt mal Maul. Ich rede, Mann. Dann hast du einfach mal. Was ist das? Das besagt doch, sag ich mal, irgendwo die. Die Reife. Interessiert dich ja nicht. Der Mann der halben Sätze. Was? Ne? Es werden Stimmen laut, die mich dazu zwingen, dich dazu zu zwingen. Doch bitte selber was zu bauen. Und deine Kreativität verdammt nochmal freien Lauf zu lassen. Okay, Bandagen. Verstehe. Du hast Waffen gelernt, ne? Ich habe jetzt noch 38 Punkte. Also von wessen habe ich jetzt alles maximal gelernt? Ich hau uns mal einen Kühlschrank hier rein. Du hast doch was gejagt, wa? Ich habe. Hast du jetzt auch Kühlschrank gelernt? Ich hab. Ja. Ja, der war mit drin bei dem Small Vessel. Achso, nee, den hast du aber. Ach, jetzt hat den Capital Vessel Kühlschrank gelernt. Nee, ist der gleiche, alles klar. Sind das nicht der. Sind unterschiedliche Kühlschränke? Ich glaube nicht, ja. Doch, ich kann einen Kühlschrank machen für blau und grün. In Small Capital, genau. Ich bräuchte aber viel Base. Okay, alles klar. Richtig, ja. Ja, gut, dann fange ich an, oder? Baue ich. Oder? Nee. Du lässt jetzt erstmal dein Inventar hier reinfließen. Und zwar alles, was so Materialien angeht, was man braucht. Habe ich nichts. Habe ich nichts eingesammelt. Du hast nichts eingesammelt. Ja, woher dann? Ich habe. Du hast das komplette Eisen. Lasse mich bitte einen zweiten Crafter bauen. Ja, das macht Sinn. Dann würde ich mal den zweiten Crafter. Würde ich hier die Wand kurz wegzimmern. Dann können wir den hier gegenüber setzen. Dann können wir ihn praktisch. Warte, ich würde kurz die Wand weg entfernen. Aber musst du den überhaupt wegsetzen? Ja, das können wir hier. Die musst du nicht weg. Die muss auch nicht weg. Nein, die hier. Die da, genau. Ja, ja, läuft bei mir. Pass auf. Das geht echt viel zu schnell. Wir brauchen unbedingt. Darf ich mal bitte bauen? Klar. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich würde mal gerne probieren, wie man die Klötze setzt. Das habe ich nämlich jetzt noch nicht gemacht und der Zuschauer dreht schon durch und ist auch dann doof. What the fuck? Ich habe das war wie unten auswählen und dann Rechtsklick, oder? Das war so und so ähnlich. Wie wählt dieses Material aus? Ja, Rechtsklick, oder nicht? Nee, da mache ich die Form. F, E, irgendwas so. Verdammt, was soll ich denn jetzt wissen? P. Was war das P? Eines von der Station. K, warte mal, ich gucke. Stand so einiges in Kommentaren, das ich mir schon wieder zwar gelesen habe, aber nicht gemerkt. Hast du mir gerade einen Constructor voll in die Fresse gesetzt? Ganz leicht. Kreativ ist hart, da wollen wir nicht rein. Prima, Gegenstand ablegen. Z, Helm, Warp-Antrieb, globaler Text, Flugmodus, Bauhilfen N, Blickwinkel, Baumplan, Speicher. Wir haben eine Klonkammer. Wenn wir sterben, kommen wir hier. Ja. Ja. Nahrung. Wie kann ich das Material auswählen? Oder hast du konkret Holz gecraftet? Nee. Wieso hast du Holzblöcke? Habe ich dir doch gegeben? Nein, sind die aus Holz? Ja klar, die sind aus Holz. Dann kann ich wahrscheinlich gar kein Material wählen. Naja, ist okay. Ich dachte, ich könnte irgendwie noch das Materialbeschaffenheit wählen. Was hab ich? Hast du was? Bist du was? Ping, ping, ping. Jetzt mach die Millionen. Ich mach nur die Wände weg, weil die bringen ja eh nichts. Wir können das gerne nochmal. Das klingt irgendwie merkwürdig. Nein, oh, nicht rechts. Reparaturwerkzeug, schnell die Wand ausbauen. Nein, lass die Wand weg. Nein. Hm. Bau. So, Munition haben wir hier schon mal gut was am Stirn. Haben wir noch Beulen rein? Haben wir nicht. Und was hast du noch hingesetzt? Sauerstoffstation. Nee, Klonkammer ist das. Ach so, seit wann ist die denn blau? So. Das ist eine Klonkammer, die gab es vorher so noch nicht, behaupte ich mal jetzt. Es gab eine Medi-Station. Was? Okay, was ist denn? Oh. Fischi schreibt, yo. Was auch immer damit meinen wird. Mit dem, ich denke mal, meine Anfrage mit ja, machen wir gern. Oder ist okay, Fleischhammer? Nein, Fleischhammer. Das ist ja dieses Wochenende auf Fischkon. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ah ja, die Fischkon. Auch so eine Idee. Mann, Achim. Aber gut. Ja. Essenstechnisch machen wir das vielleicht in Stock.
Essenstechnisch, ja, ich überlege gerade, ob wir uns größer ausbreiten. Ich meine, wir sind ja nicht mit Woodspikes und so Kram, ne? Hä? Wir haben ja keine Woodspikes zu setzen. Du willst jetzt noch höher gehen? Oder sparen wir uns Material? Ich meine, wir haben echt hier noch Holz, so. Gibt's denn Treppen? Was war jetzt? Haut Carbondale ist mir auch durchgekommen. Gibt's denn sowas wie Treppen? Nee, gell? Sowas gibt's nicht. Es gibt aber Schrägen. Ja, es gibt diese berühmten Schrägen. Hm. Aber ich würde sagen, wir machen das wieder mit dem Aufzug, oder? Am Ende. Wir machen das mit dem Aufzug. Ich denke, wir machen das mit dem Fähnchen. Hä? Kennst du den nicht? Wir machen das mit dem Fähnchen. Das ist eine Werbung so. Einer Bank. Guck mal, ich habe Munition für dich. Wo bist du? Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Wo bist du? Ich bin hier oben, ich stehe direkt vor dir. Warte kurz. Aber wir hätten ja, ich baue die ganze Zeit hier so umständlich, dabei haben wir ja, hey, oh, kollidiert. Kannst du mal hier vorher was aufnehmen, bevor es weg ist? Ja. Munition nur schnell nochmal hingelegt. Ja, nehme ich immer, danke. Los. Was, 312? Ja, na klar. Ich bin verkackte Rambo. Fishy, you are the greatest. Dankesagung cool. Im Video Nummer so. Herzlichen Dank. Ja. Magnesiumpulver. Wir brauchen jetzt auch demnächst. Also, das ist auch Munitionstechnik. Ach, hier ist ja auch noch Munition. Ja, wir brauchen jetzt einen Wessel. Darf ich jetzt? Oder darf ich an den anderen? Oder wo darf ich ran? Ich will das Wessel bauen. Willst du Wessel bauen? Würdest du Munition auf der anderen Seite craften? Weil hier ist ja kein Material drin, oder? Doch, Eisen. Nee, Munition ist ja nicht. Munition ist ja nicht mehr. Das ist ja das Ding. Darf ich dann meine Wesselparts bauen? Ja, darfst du. Warte mal, bevor du. Bist du schon drin? Darf ich mal kurz was rausnehmen? Ja, mach mal. Ich mach nur die Hälfte an Stahlplatten raus, dann kann ich nämlich auf der anderen Seite Stahl craften. Ja, du hast aber Eisenmaterial auf der anderen Seite massig drin, ne? Ja, deswegen. Ja, ich möchte es aber nicht erst noch craften, wir haben ja schon so viel von dir. Wieso, was fehlt denn hier? Achso, der macht ja noch nicht selber, ne? Metallkomponenten. Ach, verdammt. Stahlblöcke. Nehmen wir nicht mehr drin gewesen, Stahlblöcke? Masse 250 Kilo. Wir nehmen erstmal normale Stahlblöcke, ne? Metallkomponenten, das sind die hier, gell? Dann machen wir mal 30. Lass mich jetzt mal durchstauen. Was mache ich denn in der Zeit? Gehe ich jagen? Also. Nee, ich würde einen Kühlschrank jetzt erstmal gucken für die Base, oder? Das ist sonst doof. Ich meine, wir wollen ja das Fleisch. Da, ich habe schon auf jeden Fall übrigens Fleisch gemacht und. Ja, ich würde jetzt. Ah, du hast ein Dings, da brauchen wir einen Kühlschrank zu, sag ich ja. Richtig. Dann würde ich das hier kurz mal abbrechen. Ach nee. So, wieder on und würde einen Kühlschrank craften. Where is the Kühlschrank? There. 5 Metallkomponenten. Ja, dann brauche ich die am Ende doch. Ich mache jetzt erstmal nur die 5, die ich. Ja, aber wenn wir das nächste Mal rausgehen, müssen wir auf jeden Fall die Crafter ansetzen, anschmeißen. Dass die schon mal craften, wenn wir nicht dass da sind. Dass die was craften, ja. Hm. Hä? Kannst du, guck mal in dem Material, da gibt's Pentaxid. Wie so ein blauer Kristall. Und Zement. Ja, Zement, man kann ja auch Betonblöcke machen. Das hat mir jetzt fast gedacht. Pentaxid. Blaues Kristall, geil. Na, Zement. So, so Gesteinsmehl so zweimal. Ach, guck mal, kann ich machen. Ich habe Schotter eingesammelt. Hast du gut gemacht, Fleischi. Das ist super. Ja, wie bauen wir die Base auf? Ich weiß nicht, machen wir es einfach höher, da würden sie insgesamt einfach mal auch ein bisschen verbreitern, weil ich würde sagen, von der Grundfläche ist das ja ein bisschen mau, ne? Also, gib mir mal ich mein Blöcke. Herz zurück. Von uns auseinanderbricht. Er ist unser Leichter wird. Willst du jetzt die Blöcke haben? Warum lässt du mich nicht bauen, Digga? Ja, das hatte ich auch. Ist das eine Methode? Gedacht. Baue doch. Okay, ich würde sagen, dann nehme ich die Wand hier an der Seite raus und baue an der Seite, wo es fällt, ist weiter. Weil du nichts anwirfst hier, Freund. Wieso denn? Ich habe gerade einen Kühlschrank gebaut. Setz den mal, der ist im Crafter drin. Ja, gemacht. Kleine Frage ab, Mann. Klar, Frage. Ja, Frage. Gut. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz. Achso, ich kann hier mit der Drohne bauen. Ich bin das nicht gewohnt, gell? Die ist auch viel schneller. Und dann können wir ein bisschen steigen und dann können wir hier. Wie viele Blöcke haben wir noch? 40. Du hast jetzt Hoverweise gelernt, alles soweit, ja? Ja. Okay. Mit Shift geht nicht. Wie ging das denn? War das nicht mit Shift? Ah, doch. Nee. Hä? Wieso kann ich keine Flächen ziehen? War das mit Steuerung?
Ah, Steuerung. So. Dann ziehen wir die Wand hoch. Bin Lernig erstmal soweit. Small Vessel. So. Einfach so. Ja, Small Vessel. Nein, ich hab. Ja, Small Vessel, ja. Ich hab Hover Vessel gewandt. Ja, alles gut. Ich hab mich. Impuls, hab ich. Weißt du, was ich mich machen will? Wir haben nämlich da so ein. Ich komme jetzt wieder rein. Hallo, guten Tag. Ja? Ich bin's. Hi. Ich bin eine besoffene Drohne. Oh, Mist. Du bist nicht nur. Ich würde ja wissen, gerne wissen wollen, ob ich abschießen kann. Aber das klären wir in einer späteren Folge. Denn diese Folge ist vorbei, meine Damen und Herren. Doch. Och, gerade hat so einen Spaß gemacht. Schieß auf mich. Hau mich ab. Das wäre so ein Witz, wenn die Piong. Drohne nicht mehr. Au, ah. Ich hab mich selbst verletzt. Ja. Oh. Das mich. Kannst du noch eine anmachen? Zum Glück habe ich Ersatz dabei, Dicker. Du hast mich abgeschossen. Moderiere aber ganz schnell ab. Moderiere aber ganz schnell. Freunde. Meine Damen und Herren, das war mir ein Vergnügen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Minas. Aua, du hast auf die Drohne geschossen. Aua, du hast auf die Drohne geschossen. Bis dahin. Lass uns Daumen rum da und so. Tschüss. Schmelz dich, du Arsch. Das ist alles ein Löcher jetzt hier, ne? Ja.